Er hat in dem Sport was gefunden, das ihn selbstbewusst macht. Das haben dämliche, belanglose Vlogs nicht geschafft. In der Welt, in der ich gelebt habe, war ich ganz oben. Meine Videos bekamen viele Aufrufe und ich hatte ein großes Ego. Aber im Boxing-Gym war das alles nichts wert. Im Ring geht's zur Sache. Es ist sehr ernüchternd, wenn du schon im Sparring vermöbelt wirst von einem Typen, den du vorher nicht kanntest. Aber du kannst unglaublich viel lernen, wenn du dich geschlagen geben musst.